Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Reus hier auf Deraphins Channel. Ja, das Tutorial ist überstanden und ich würde sagen, ohne lange Umwege, es geht direkt los hier. Game Mode Ära, dieser 30 Minuten Modus, die anderen sind eh noch nicht freigeschaltet. Ich habe mir überlegt, 60 Minuten erspare ich euch. Und das bringe ich dann nochmal in ein paar Parts. Ich weiß eh noch nicht, was mich jetzt in dem Spielmodus erwartet. Schauen wir es uns einfach mal an, würde ich sagen. Auf jeden Fall, ja, ich würde sagen, zwei gespalten die Meinungen auf dem Kanal gegenüber Reus. Aber das ist mir erstmal egal. Die positiven Stimmen haben dann tatsächlich überwogen. Oh, jetzt wird's hier, warte mal. Try to achieve different developments, okay? Mhm. Also, ich soll auf jeden Fall hier neuen Sachen bekommen, um ein Level aufzusteigen, ja. So, auf jeden Fall, hier sind noch ein paar Sachen, die ich zum Beispiel achieven kann. Bla, blub. Naja, ich bin einfach mal gespannt. Ich habe jetzt einfach, was ist hier, More Developments? Achso, hier sind noch mehr Sachen. Also, schauen wir einfach mal. Ich klicke einfach mal und dann schauen wir einfach mal. Ich habe auf jeden Fall noch Hinweise an. Ja, schauen wir einfach mal, was er uns vielleicht noch an schlauen Hinweisen gibt. Auf jeden Fall gibt es hier schon mal alle vier Giganten. Okay, wir haben jetzt scheinbar vielleicht nur 30 Minuten Zeit. So hatte ich das verstanden. Deswegen, ha, ich habe jetzt vor allem ein ganz schönes Päuschen irgendwie zwischen den zwei Folgen gehabt. Aber das werden wir schon schaffen jetzt hier. Das kriegt man schon geschaukelt. So, jetzt nehmen wir das Äffchen. Dann machen wir auf jeden Fall jetzt erstmal einen... Obwohl, wir machen dann keinen großen Wald. Ich würde sagen, einmal Wald. Ja. Und dann anschließend machen wir ein Sumpfgebiet noch zusätzlich. Jawohl. So, dann erstmal den Wassergiganten auf die andere Seite, dass der auf jeden Fall hier das Gebiet noch mit Flüssigkeit versorgen kann. Ich bin ja echt mal gespannt, worauf das Ganze hier hinausläuft. Auf jeden Fall gibt es auch schon wieder mehr Fähigkeiten. Hier die Tiere gibt es noch. Dann diesen einen Aspekt, den man dann für Synergien und so ein Zeug braucht und zum Weiterentwickeln. Aurora, das ist halt irgendwie dann aber scheinbar eine Kampffähigkeit oder so. Heilung, Movement Speed, ein Buff oder so. Gucken wir uns doch direkt schon mal die anderen an. So, der hat seine Fruits wieder, den Leaf Aspekt. Was ist das? Upgrade, Any, Patch. Aha. Okay, also das ist scheinbar eine Art Upgrade für, ja, Pflanzen oder so, Aspekte, irgendwas. Schauen wir uns dann mal an. Der ist jetzt auf jeden Fall angekommen. So, mein lieber Wasserfreund, dann schauen wir uns doch einfach nochmal ganz schnell als Vorlage an, wie dick wird der, wie groß, wie breit. So, also das Wasser muss da bei den zwei Blubbeln zu Ende sein. Dann nehmen wir uns wieder den hier quasi. So, machen wir das. Und dann nehmen wir uns den Sumpf-Burschi und sagen ihm, Sumpf-Burschi, du machst mal Sumpf 4. Aktuell sieht zwar so aus, jetzt, okay, wunderbar, jetzt passt es. Dann mach mal. So, und im Anschluss an, ach, das können wir ja eigentlich hier machen, da müssen wir ja gar nicht so weit weggehen mit dem. Machen wir hier auf jeden Fall dann schon mal ein Gebirge hin, würde ich sagen. Race Mountain hinter dem Ozean. Genau hier. Dass dann da vielleicht eine Wüste entstehen kann noch. Und ja, dann schauen wir einfach mal, was passiert. Erstmal dann jetzt was schaffen, was machen. Keine Ahnung, wir... würde ich sagen, aber vielleicht unter dem Aspekt, dass man vielleicht nur eine Kultur voranbringen will, wäre es vielleicht doch sinnvoller gewesen, einen großen Wald zu erschaffen. Aber egal. Wir machen jetzt hier auf jeden Fall vielleicht hierhin erstmal so ein bisschen, oder hierhin, Früchte. Erstmal dann hier vielleicht dahin ein wenig, was war das? Hier Exotic Animals und Herbs gab es auch. Na warum? Oh, da kommen nämlich schon die Siedler. Dann packt man hier nämlich, warum nicht, einfach mal, oh. Ja, gut, Food, okay, Fruit Plants und domestizierte Tiere. Die hat, nee, der hat exotische. Huch, wer hatte denn die domestizierten Tiere? Das war der hier.
dann holen wir den doch einfach mal zurück, der Wassergigant, und packen einfach mal hier so ein bisschen domestizierte Tiere daneben. Ja, Dankeschön. Sehr freundlich, sehr nett, sehr gütig. Ich bin begeistert. Wirklich. Top. Top. Ah, oh, shit. Naja, ist egal. Dann hauen wir die. Ich weiß nicht, ob wir die jetzt hier einfach hinhauen können. Mache ich einfach. Ist mir jetzt erstmal egal. Wichtig ist, dass dann ja irgendwie Synergien genutzt werden können oder so. Aha! Ja, läuft doch. Läuft doch. Ja, die wurden auch direkt angerechnet. Also, das ist alles halb so dramatisch. Dann gucken wir uns das doch mal an. Was können wir denn hier machen? Genau, das braucht so Aspekte, um dann hier rummutieren zu können. Was war denn da mit den Symbiosen? 10 Food. Oh, was? Aha. Looking for a play. Aha. Ne, aha. Naja, klar. Aha, ja, stimmt. Wir brauchen natürlich noch Ressourcen. Unbedingt. Deswegen kommt der Rock Giant schnell wieder rüber. Das hier hat natürlich super geklappt mit dem Gebirge. Wer hätte es anders gedacht? Hat hier super angeschlossen und alles und wunderbar. Ha, so, ja, bla bla bla. Ja, Fruit und domestizierte Tiere, das haben wir doch alle schon. Ich glaube, die Tipps können wir fast ausmachen. Wobei, da wollen wir mal nicht zu dekadent sein. Und was ist das? Aber das sind scheinbar auch die Grenzen von denen, also scheinbar können sie auch mit Sumpf umgehen. Ja, es scheint. Das sind zwei verschiedene Dörfer. Ja, das ist ja jetzt irgendwie ein bisschen Probleme. Leute, Probleme. Oh Gott, ich hab's direkt schon wieder geschafft. Naja, egal. Aber wir haben ja noch nichts. Es ist ja nichts kaputt oder irgendwas. Wir kümmern uns dann primär erstmal um die. So, und wir wollten natürlich Precious Minerals. Und die sollen sie auch haben. Schauen wir mal. Hier hauen wir die hin. Perfekt. Aber dann sind die jetzt auf der anderen Grenze. Haben die jetzt die Grenze? Oh, what the fuck. Probleme, Leute. Probleme. Große Probleme. Naja, wir warten jetzt einfach mal, bis der wieder Minerals machen kann. Und stellen dem dann auch Minerals zur Verfügung noch. Haben wir jetzt ansonsten noch was vergessen? So, was? Oh, Advanced Minerals. Oho. Na, warte mal. Das. Nee, können wir hier gar nicht drauf anwenden gerade. Warte mal, dann gucken wir uns doch trotzdem mal das Feld an. Symbiose. Animal. Nee, irgendwie nicht so richtig. Was ist das? Noble Aspect. Und was braucht das? Seismic Aspect. Hammer irgendwie, glaube ich. Was ist Aspekte? Der hat gar nicht. Der hat keine Aspects. Aha, da braucht man einen Forest Ambassador oder einen Desert Ambassador. Hilft doch alles. Wir müssen nur lesen und gucken. So, die brauchen auf jeden Fall noch Rohstoffe. Der kann auf jeden Fall wieder Mineralien herbeizaubern. So, ich sag mal so, wir lassen uns jetzt einfach mal von dem Ausrufezeichen da nicht beirren. Wobei die Stadtgrenzen, das müsste ja eigentlich passen. Wir machen ihnen jetzt einfach mal hier auf der Seite die Minerals hin. Warum eigentlich nicht? Das Problem ist halt nur, das ist irgendwie, dachte ich, eine Waldstadt. Aber irgendwie ist das die Waldstadt. Und Leute, ich bin echt verwirrt. Wenn sich jemand gut mit dem Spiel auskennt, dann könnt ihr natürlich auch gerne Comments schreiben. Ihr habt zwar natürlich schon fleißig Comments auch zum Spiel geschrieben, aber das war meistens immer nur so, dass es euch gefällt oder nicht so oder hin und her. Ja, also wenn es da noch Tipps gibt, dann dazu auf jeden Fall jetzt, wo ich richtig ins Spiel eintauche, quasi. Ja. Die bekommen jetzt hier durch so Synergien und so, dadurch, dass das hier rumsteigt, natürlich auch irgendwie immer schon mal was mit dazu. Und theoretisch, wir können uns ja mal nicht so haben, können wir ihn ja hier, geht nicht. Aber warte mal, wir haben doch hier diesen Wald und Wiesen, nee, ich meine Ozean natürlich. Und dann packen wir den einfach hier mal ein paar Schrimps ins Meer. Warum nicht? So, gibt's halt Schrimps-Cocktail. Im Waldstädtlein. Gut, also, wie sieht's denn aus mit eurem Projekt, ihr Lieben? Auf jeden Fall haben sie noch nicht genug Rohstoffe, ja. So, die Aspekte konnten wir noch nicht. Das geht erst mit Ambassadors. Dann schauen wir doch einfach mal. Wir haben ja jetzt hier den Swamp-Typi. Der
Der hat ja auf jeden Fall immer auch hier dem Ganzen gut getan. Wir schauen einfach mal, dass wir hier, das ist ja im Bereich, auf jeden Fall noch ein paar exotische Tiere hinhauen. Schauen wir doch einfach mal, ob man das damit dann auch wieder erweitern konnte im Tutorial. Ja, also da. Wusste ich's doch. Nein, aber ich konnte es mir ahnen. Ich konnte es ahnen, so, ich konnte es mir denken. Oder whatever. Ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall läuft. Jetzt müssen die erstmal fleißig sammeln. Food haben sie mehr als genug. Wells geht hoffentlich gleich nach oben. Und wir gucken uns dann mal die Spaßvögel an. Die brauchen einen Arsch voll Food. Aber da muss man ja dazu sagen, sie haben theoretisch sogar schon genug Food zur Verfügung. Sollen sie einfach mal ein bisschen fleißiger sammeln. Oh, und hier geht irgendwas ab. Aha. Oh. Der Forest Ambassador ist jetzt nämlich da. Oh, und hier wird nämlich jetzt auch direkt gesagt, auf welchem Giganten er uns was ermöglicht. Das ist jetzt natürlich sehr praktisch. So, der Forest-Gigant bekommt den Fruit-Aspekt. Das gibt mehr Nahrung bei Pflanzen. Der Ozean-Gigant bekommt den Crystal-Aspekt. Das gibt mehr von diesen Wells. Whatever. zu Minerals, also zu den Mineralien. Der Rock Giant bekommt den Exotic Aspect, okay. Und das gibt auch wieder mehr Wells, allerdings zu Animals und nicht zu Minerals. Und der Swamp Giant bekommt den Reaction Aspect. Und ja, das gibt Tech, also diese Tech-Ressource zu Minerals. Tja, ich würde, das ist die Stelle, da würde ich eigentlich immer am liebsten direkt mit euch sprechen und kann euer Feedback kaum erwarten. Würde euch am liebsten direkt fragen, hey, was wollen wir denn jetzt nehmen? So muss ich die Entscheidung leider alleine treffen, aufgrund der Tatsache, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, Leute. Was wäre denn mal praktisch? Ich sag einfach mal Wells zu Animals, würde ich sagen, weil da ist sehr viel dazugekommen. Oder? Oder mehr Fruit. Weil natürlich hier große Probleme. Große Probleme beim Food mit dem Dorf und das könnte dem mit dem kleinen Platz helfen. Oder. Ja, ach komm, egal. Das Tag haben wir noch nirgendwo. Ich habe mir irgendwie auch nicht mehr gemerkt. Irgendwo wurde ja geschrieben, ging's? Oder war das direkt mit dem Swamp Giant? Wir hatten das doch schon gelesen irgendwo. Ah, das war ja nur so. Da können wir doch jetzt nochmal nachgucken. Irgendwo hat man das. Ach, bei dem war das mit Tag. Genau. Aber da braucht man einen Swamp Ambassador. Aha. Okay. Also machen wir es doch dann tatsächlich erstmal über den hier. Typi, über den Swamp Giant. Nehmen wir mal den Kleinen hier mit. Komm. Ah, hallo, kleiner Freund. Lass mich dir helfen. Alright. bevor ich mir Unsinn erzähle, was machen wir jetzt damit? Minerals. Okay, Minerals. Also machen wir einfach mal hier Boots und schauen, was passiert. Nicht? Da müsste ja jetzt theoretisch Tech dazukommen. Und dem Dorf müsste Tech zur Verfügung stehen. Und genau so ist es dann auch. Gut. Eins ist mir jetzt allerdings aufgefallen, was ziemlich bescheuert ist. Nicht? Das ist jetzt natürlich überhaupt nicht für eine Transmutation gewesen. Das war eigentlich total bescheuert. Nicht? aber hier wird ja gleich hoffentlich auch noch was fertig. Schauen wir einfach mal, wie es weitergeht. Okay, aber es sieht hier eh vielversprechend aus, steht irgendwas. Ja, also er sagt auf jeden Fall, wir sollen auf die Symbiosen achten und die gucken wir uns auf jeden Fall gerade auch nochmal an. Wir haben ja hier diese Beeren, Blueberries. Und daneben war hier auf jeden Fall Agate-Tiere. Sind hier keine Tiere noch nicht rumgestratzt, sag? Ah doch, hier Chicken. Chicken, so. Pass auf, pass auf, pass auf, pass auf. Apple Tree. Was? Ach so, die haben miteinander, oder was? Ah, das ist natürlich doof. Aber die Chickens? Blueberries, aha. Plus 3 Food if a Blueberry is within Animal Range. Ist doch. Läuft doch. Hab ich doch. Ach so, dann symbiotisieren die schon rum. Na, ist doch super. Ist doch wunderbar. Nicht? So, naja, anyways. Dann sollen die hier mal sammeln. 2 Food noch für das Projekt. Dann ist das endlich fertig.
Hier, ja, hier läuft's. Ich weiß jetzt gar nicht, was jetzt hier so quasi der nächste Schritt wäre. Ich bin mir jetzt gar nicht so richtig sicher. Wir könnten theoretisch. Die haben hier ganz schön wenig Food. Ich bin mir nicht sicher, wenn wir ihn jetzt hier pflanzen mal. Da machen wir einfach mal Pflanzen hin. Schauen wir einfach mal, was passiert. Fruit Plants hier im Sumpf. Schauen wir mal, was die bekommen. Währenddessen sammeln die jetzt ihr letztes Food. Aha. Was haben wir bekommen? Elderberries waren's, genau. Was hatten die an? Oh, aha. Da kommt der nächste Forest Ambassador, Wunderbarstens. So, dann mag ich mir nämlich nochmal diese Mineralien hier angucken. Die hatten nämlich auch diesen Seismic Aspect und Blabla Aspect. Dann gucken wir mal, weil zum Beispiel diese Beeren, alles ist Agate. So hier. Zum Beispiel Leaf Aspect und Fruit Aspect. Gucken wir mal. Bei Growth Aspect. Und was war das? Leaf Aspect zum Beispiel haben wir schon. So, deswegen, also diese Transmutation würde uns zum Beispiel immer schon mal offen stehen in Strawberries. Deswegen können wir uns das definitiv sparen, würde ich sagen. Dann würde ich ja fast sagen, hier können wir nochmal gucken. Ja, Herd-Aspekt oder Predator-Aspekt wäre halt noch so eine Sache, ne? Wo man vielleicht diese Viechzeugs hier ein bisschen weitermachen kann. Aber ich würde sagen, wir treiben die Minen weiter voran. Dann schauen wir uns das doch nochmal an. Wie war denn das? Noble Aspect oder Seismic Aspect und dann dieser Gigant konnte mit dem Forest Ambassador, wo war's, den, oh, Exotic Aspect bekommen. Puh, das ist dann nicht das Richtige. Aber wir können ja hier immer gucken. Wir haben Forest, also gucken wir uns das immer an. Der hat ja schon einen Forest. Der bekommt mit Forest? Ah. Irgendwas mit Plants und Fruits. Und der bekommt mit Forest gar nichts. Doch. Crystal Aspect. Minerals. Aha, Crystal ist Aspect war. Also hier scheinbar einer von denen. Kann das sein? Aber irgendwie auch nicht, ne? Noble Aspect und Seismic Aspect. Leute, ich bin echt verwirrt. Ich bin leicht verwirrt. Gut, was machen wir denn jetzt dann mit dem Forest Ambassador, Mensch? Ha. Tja, dann, aber dann eigentlich würde ich ja ganz gern wirklich einen Aspekt wählen, der uns dann eine neue Transmutation auch ermöglicht, ne? Also es wäre jetzt schade, wenn man das dann nicht nutzt. Deswegen würde ich fast behaupten, haben wir denn irgendwas noch nicht verteilt? Was kann denn der? Herbs! Herbs haben wir noch gar nicht verteilt, Leute, Mensch. Dann hauen wir doch hier mal noch ein bisschen. Die können wir da sogar draufhauen, Leute. Dann hauen wir hier mal noch ein bisschen Herbs drauf. Schauen wir da uns das nochmal an. Und was konnte der machen? Konnte der die domestizierten Tiere verteilen? Dann verteilen wir doch hier im Sumpf vielleicht nochmal domestizierte Tiere. Wenn es irgendwo geht. Ansonsten versuchen wir es einfach mal mit Ausrufezeichen. Irgendwo. Nee, da geht's gar nicht leider. Dann machen wir es einfach erstmal hier auf das Feld. Einfach mal probieren, ob was passiert, was passiert. Vielleicht sind das ja wirklich nur Meereslebewesen. Auf jeden Fall, hier ist jetzt was passiert. Und zwar hier ist Pfefferminze passiert. Und wir schauen uns nämlich auch nochmal an, ob wir Kräuter hier machen können. Direkt bei der Gelegenheit, wo man mal dran denkt. Hier, perfekt, im Wald. Schauen wir mal, was an Waldkräutern kommt.